Ich bin Conny Kissling, ich bin Bereichsleiterin im Projekt und Beschaffungsverantwortliche bei IRB. Die Recyclingquote bezeichnet bei uns eigentlich die Menge von Wertstoffen, die in einem Recycling-Cut zugeführt werden. Sprich alles, was eigentlich nicht in die Verbrennung geht. Darunter fallen zum Beispiel das Grüngut, oder das Papier oder PET-Flaschen, so solche Sachen. Aber es ist nicht die Menge, wie man sagt, Industrierückführungsquote, wo alle Fremdstoffe schon weg sind, sondern es ist das, was wir abgeben. Das ist eigentlich der Köder im blauen Sack, der nicht ins Recycling geht. Das sind die brennbaren Kraftsperrgutsachen wie Matratzen, Bettgestelle, so solche Sachen. Wir sind schon eher ein bisschen tief mit diesen 43%, aber durchschnittlich ist eher so um die 50% herum. Aber das liegt bei uns vor allem auch daran, dass wir eben hohe Mengen an Sperrgut haben, die wir sammeln, wie das üblich ist bei den Städten, dass man halt mit den Entsorgungshöfen grosse Mengen hat, die die Leute anliefern, auch von umliegenden Gemeinden. Weil es verschiedene Arten von Holz ist, da kann kontaminiertes Holz dabei sein, da kann Naturbelastungsholz dabei sein. Und das müssen wir wie separat noch einmal trennen, wenn man es wirklich recyceln will und Spanplatten daraus machen oder neue Holzmöbel. Da darf man wirklich nur das naturbelassene Holz haben. Wir nennen unbrennbares Sperrgut auch das Material, wie Spiegel, Trinkgläser, Tontöpfe, solche Sachen, die bei uns angeliefert werden. Das wird bei anderen Orten auch Inertstoff genannt, aber bei uns wird es eben unbrennbares Sperrgut genannt. Und das geben wir in eine Sortieranlage, wo das aufgesplittet wird in verschiedenen Kategorien und was möglich ist, auch noch in ein Recycling hineingeht. Darum wird es bei uns zu der Recyclingquote dazu zählt und jetzt zu den nicht verwertbaren Anteilen.